Natürlich habe ich mein Töchterchen drauf. Ja. Obstsalat gehört zum Frühstück, das gibt es jetzt nicht mehr. Deshalb der gehört ich schon zum gewundert. Frühstück, der gibt es jetzt nicht mehr. Dann mag sie nichts. Okay. Dann darf sie halt nur so da sitzen. So gucken. Ja, ja. Ja. Es hat 35 Grad. Wir sitzen im Schlosscafé. Heißt doch Schlosscafé, ne? Und ich trinke meinen geliebten Cappuccino und esse ein Stück Erdbeertorte. Und meine Frau darf nicht gestört werden. Weil seit etwa 15 Minuten sucht sie die Karte durch. Die Eis- und die Getränkekarte. Und kann sich einfach nicht entscheiden. Und wenn ich sage, es kann doch nicht so schwer sein, sagt sie, stör mich nicht beim Überlegen. So sind die Frauen. Wenn du das hast, was überlegst du denn da? Ja, genau, was gibt es denn da noch zu überlegen, habe ich gesagt. Ja. Dann hat sie gesagt, stör mich nicht beim Nachdenken. Beim Überlegen. Beim Überlegen? Ja. Das kann auch sein. So, in der Zeit schlürfe ich mein Cappuccino und esse meine. Und wenn ich fertig bin, weiß sie wahrscheinlich immer noch nicht, was sie will. Dann stehen wir auf und gehen. Okay? Ciao. Meine Frau nimmt jetzt doch nichts, weil ihr der Tisch auf die Nerven geht. Und ich zeige euch auch mal warum. Bist du bereit, Franzi? Ja. Meine Frau hat mein Cappuccino geklaut. Und wieder zurück. Das ist wie bei den Chinesen, wisst ihr? Wenn man Chinesen so einen runden Tisch, wo dann in der Mitte so ein Drehding ist, wo die ihre Zutaten drauf haben, ihre Dips, und dann kann man den Tisch so in der Mitte so drehen. Übrigens Cappuccino. Ich trinke fast überall einen Cappuccino, wenn ich dazu komme. Weil die meisten... Warum? Weil das stört mich. Ach, das stört dich, dass da nur ich bin, oder was? Ja. Ach so. Die meisten Cappuccinos, die ich trinke, irgendwo sind Plörren. Aber der Cappuccino hier hat Charakter. Was sagt die Frau dazu? Oh, ist der stark. Den kann ich nicht trinken. Ich sage, der hat einen starken Charakter. Und die Franziska, was sagt sie zum Kaffee? Nix, weil sie keinen trinken darf. Mit 13. Kein Kaffee und kein Cola. Hättest du überhaupt Lust, Cola zu trinken? Nee, ne? Mag sie sowieso nicht. Also, wir genießen noch wenigstens schöne Wetter. Hast du gerade gegähnt? Hast du gerade... Au! Weißt du, wenn sie mich nicht lieben würde, würde ich ja denken, sie liebt mich nicht. Jetzt geht es wieder los. Geh weg! Das macht sie schon den ganzen Tag. Sie hat da hinten an meinem Rücken eine Stelle entdeckt. Da gehe ich immer hoch wie das HB-Männchen. Wie ich gerade gesehen habe. So besser? Ja. Das ist ein Real-Life-Video. Da nutzt ihr das ganze Chillen und Entspannt sein gar nichts. Und entschleunigt ein Cappuccino trinken. Wenn sie dann danach zum Deichmann gehen. Nur um ein paar leichtere Schuhe zu kaufen. Und nur um Probiersöckchen zu klauen. Und um Probiersöckchen zu klauen beim Deichmann. Da hockst du dann da und denkst, oh mein Gott, ey. Das kann doch nicht so schwer sein, sich ein paar Schuhe rauszusuchen. Ich darf hier nichts kaufen. Es geht doch nicht um dich, es geht um deine Mutter. Ich weiß. Jetzt geht das schon wieder los. Ich krieg den Arm geführt. Da ist die Mutter, da ist die Mutter, da ist die Mutter. Beim Deichmann. Jetzt habe ich alle drei auf dem Bild, guck. Alle drei. Fehlt nur die vierte. Aber die arbeitet. Hast du mir gerade einen Hasen gemacht? Nein. Ich mach dir auch gleich einen Hasen, du. Die Minute ist um. Noch 2 Sekunden, mach mir einen Hasen. So.